Mal wieder, beziehungsweise ich bin wieder da. Ja, ich muss mal gucken, was das ist, weil das geht tatsächlich nicht, dass ich dann ständig das Spiel neu laden muss. Sollte so eigentlich nicht passieren. Aber naja. It is wie it is manchmal. It is wie es ist. Gut, die liebe Serdana, die kommt hoffentlich mit uns mit. Natürlich. Und dann tun wir mal hier drüben die anderen Leute natürlich auch noch ein bisschen abluten. Ist mal. Da ist Nierenwurz irgendwo. Nierenwurz? Nierenwurz? Hier. Nierenwurz. Zack, nehmen wir mit. Aber wir tun immer noch ein bisschen Gesundheit, sag ich schon. Weiß ich gar nicht. Gesundheit merke ich gerade nicht, aber könnte sein. Aber die Ausdauer regenerieren, was ich natürlich auch nicht verkehrt finde. So, nähren tun wir uns nicht nochmal. Es könnte übrigens sein, dass weil wir uns genährt haben, dass wir das deswegen funktioniert. So, Knappsack, ein Rucksack. Ein großer Rucksack vor allen Dingen. Lachsbraten immer mit die Septime. Hier, Wiki 14, 14, 24. Das kann man ruhig mitnehmen. Und ja, wir haben noch mehr als genug frei. Da können wir ruhig noch hier oben. Die Themmerwacht Kriegsaxt, die können wir auch noch einstecken. Zack. Serana kann ja auch noch was tragen, wenn es. So, aber hier. Ich wollte mal in mein Inventar schauen. Mein Rucksack. Trage ich denn jetzt aktuell einen Rucksack? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Müsste ich eigentlich in der Theorie schon. Ich hoffe so. Ja, large. Huge. Huge bei viel. Oh, ja, alles klar. Wir nehmen den da. Und dann stellen wir nämlich fest, jetzt haben wir 505 Tragekapazität. Finde ich übrigens richtig gut, dass wir mittlerweile Rucksäcke drin haben. Serana, warte mal. Ich habe da was für dich. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja, ich hoffe doch mal. Ich hoffe doch mal, dass sie sowas benutzt. Sicher bin ich mir da zwar nicht. So. Drin hat sie auch nichts, also insofern. So, der Huge, den nehmen wir, der Large, den kriegt sie. Zack, und dann schauen wir doch mal, ob sie den ausrüstet. Jawohl, da kann sie nämlich auch mehr tragen. Also insofern. Ja, alright then, lasst uns mal nach vorne treten. Das dürfte Einsamkeit sein, nach wie vor. Da ist der große Felsen. Und, oh, ich glaube tatsächlich, wir müssen da oben irgendwo hin. Aber wenn wir einmal hier sind, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Mal kurz auf die Karte geschaut. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube tatsächlich, in dieser einen Ecke zumindest, waren wir noch überhaupt nicht. Der Nebel ist ja nur weg, weil wir den quasi weggemottet haben. Ansonsten wäre der nämlich auch noch da. So, Frostbissspinne. Ein bisschen Gift. Und mich der doch mal interessieren, ist da hinten noch irgendwas? Weiß ich halt nicht. Hier ist noch ein Boot. Da kommen auch erstmal in Grund. Und schaut mal hier. Geht es da eventuell nach oben? So, warte, wir gehen mal nach da hinten. Ich meine, so ein bisschen Abenteuerreise muss halt auch mal sein. So, die ganze Zeit da nur strikt sich nach Quests zu richten. Beziehungsweise die ganze Zeit einfach nur die Quests verfolgen. Stur die Quests verfolgen, finde ich dann auch blöd. Machen wir ja eh sowieso schon recht selten. Deswegen sage ich wahrscheinlich auch mal, ich muss jetzt endlich mal eine Quest machen. Und schaut mal, das sind schon wieder diese Robben. Sind das Robben? Horger heißen die, glaube ich. So, und du, mein Freund. Meine Slankrabbe. So, armselige Seele gefangen, ja. Gut, armselige Seelen, da hätte man drauf verzichten können, aber gut. So, ein Strand. Was ist das denn? Was ist das denn da hinten? Wartet mal. Da waren wir aber auch noch nicht, oder? Oh Gott, das sind alles so Dinge, die würde ich mir gerne mal angucken. Ich glaube aber, da gehen wir das nächste Mal, sage ich schon. Ich glaube, da gehen wir mal noch nicht hin. Da ist auch noch ein Boot. Da ist ein Boot vor Anker. Das ist so ein bisschen versteckt quasi. So, da ist auch ein Boot. So, warte, wir gehen erstmal hier vorne hin. What? Ja, ja, so ist das. Ich weiß gar nicht, im Schatten tun wir da uns besser regenerieren. Schaut mal die Ausdauer. Ja gut, okay, wir. Ja doch, die regeneriert sich noch. So, irgendwo. Stachelgras, okay. Von der Burg aus konnte man Einsamkeit gerade so eben über die Berge herausragen sehen. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, von der Burg aus. Da drüben ist die Burg. Oder? Meint sie nicht. Ich glaube, sie meint tatsächlich eine andere Burg. Was war das denn? Eine Libelle vielleicht?
So, dort haben wir Boote. Lauter Boote. Das könnte ein Hafen sein. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Hafen. Ja gut, zur Not können wir auch mal schauen, ob wir tatsächlich dann hier irgendwo dahinter kommen. Da drüben, das ist ein Weg, ne? Das ist, ja, das dürfte ein Weg sein. Okay, ja, sorry für all die Leute, die jetzt denken, wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung gut Golden Glanz. Eigentlich war es ja so geplant. Aber ich meine, wir machen ja tatsächlich eigentlich wirklich so ein bisschen Quest für die Diebesgilde. Also so die Nebenquests. Der konnte denn schon ahnen, dass die so weit weg ist. So. Und tatsächlich ist hier dieser eine Weg auf der Karte. Da in diese Richtung geht zu dem anderen Boot, wo ich essen wollte, nämlich hier hinten. Und hier geht zu dem anderen. Alles klar, dann gehen wir doch erstmal hier hin. Übrigens auch richtig schön, dieses Grüne in der Ferne. Die Vögelchen da oben und... Irgendwas zwitschert hier. Ich habe keine Ahnung, was. Oh, was ist das denn hier? What is that? Solitude. Das ist doch... Was? Das ist Einsamkeit hier unten schon. Wir gehen einfach mal rein. Vielleicht sind das auch Minen oder irgendwas, die vielleicht nach oben führen. Oder Kanalisationsausgang. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier da auch noch irgendeine Quest. Wer weiß das schon genau? So, deswegen einmal die Waffe weg. Das erinnert mich tatsächlich an was, nämlich, was? Nämlich tatsächlich an, ja, die Akademie von Winterfeste. Da sind wir ja auch letzten Endes dort den das Dürmchen runter und, sind durch so einen Ausgang, also so eine Treppe ganz weit runter geflogen. Himmelsrand, alles klar. Nett. Okay, dann nach unten geht's nach Himmelsrand. Tor öffnen. Wir sind tatsächlich hier in... Alles klar. Okay, dann... Wer bist du? Ich will nicht reden. Oh, offenbar eine kleine Bettlerin. Kinder, die auf der Straße leben, die tun mir echt leid, ne? Ich meine, erwachsene Menschen, die können das halbwegs verknuspern, aber Kinder... Hier, nimm ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, danke. Eures aber auch. Ja, auf Wiedersehen, Mädel. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Sehr, sehr schön. Kann es sein, dass wir hier schon mal waren? Irgendwie, weil der Text war ausgegraut. Heißt eigentlich, wir haben das schon mal gelesen. Wobei, wenn ich dann überlege, andere Texte, die waren auch schon mal aus... die waren schon mal ausgegraut und sind dann im Neuladen nicht mehr gewesen. So. Ich glaube, wir verkinden... Nee, da vorne, da oben. Ich habe den Knochen gefunden. Was? Ich habe ihn euch gebracht. Und doch werde ich zurückgewiesen. Was? Ich habe keine Ahnung, wer da gerade am Reden ist. Aber schaut mal, wie schön grün das hier ist. Oh, na gut. Ah, wir sollen ja stehlen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Bockmist. Knack. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Wenn wir dabei erwischt werden. Und das muss ja wirklich nicht sein. So, ich hoffe, mein Flüstern, das hört ihr halbwegs. Sirana. So, zweihändig verbessert. Das ist auch schön. Ihr wisst Bescheid, Leute. Einmal bitte selber lesen. Sind, da kann man es natürlich auch stehlen. Die Frage ist aber, ich muss noch mal ganz kurz schauen, was wir jetzt exakt so, das verzierte Trinkhorn aus Jalas Haus. Das verzierte Trinkhorn. Also, wir suchen ein Trinkhorn. Nichts anderes. Und ich nehme mal an, dass sich das oben befindet. Orgazahn. Ah ja, hier ist es ja. Oh, das sieht ja geil aus. So, verziertes Trinkhorn.
So, übergib Vex das verzierte Trinkhorn. Ich mag mich gar nicht großartig hier weiter dran umsehen, weil das ist ein bisschen... Ich fühle mich gerade schäbig hier eingepackt zu sein, aber ich bin noch mal ein Dieb. Was soll ich denn machen? Was mit dir hier, mein Freund? Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut ihr doch. Ja, was braucht ihr denn? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Ach du Gott. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Ja, wo finde ich denn euren Meister? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Ja, okay, Pelagius Hüftknochen hinzugefügt. Alles klar, bekommen. The Mind of Madness, jawohl. So, erlange Zugang zu zum Pelagius-Flügel im Blauen Palast. Warum verlasst ihr euren Meister nicht? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Und warum wollt ihr, dass er zurückkommt? Ohne seine Führung fällt unser Heimatland auseinander. Der Norden führt Krieg gegen den Süden. Die heilige Flamme flackert und erlischt. Er muss zurückkehren. Oh, aber... ich bin sicher, er wird euch entlohnen, wenn er wieder bei klarem Verstand ist. Seine Gunst ist eine wundervolle und mächtige Sache und macht jegliche Unannehmlichkeit schnell vergessen. Ja, gut, okay, für Ruhm machen wir. Wir machen das für Ruhm so rum, beziehungsweise für die Ehre. Nicht mal für den Ruhm, sondern wirklich nur für die Ehre, weil wir den Leuten helfen wollen. Ja, wie gelange ich zu eurem Meister? Er hält sich im Pelagius-Flügel des Blauen Palasts auf. Die Türen sind verschlossen. Und nur Falk Feuerbart kann euch Zugang gewähren. Wie ich hörte, wissen aber die Dienstmädchen Una und Erdi, wie man hineingelangt. Schließlich müssen sie dort putzen. Und in einer so wichtigen Angelegenheit werden sie euch doch sicher helfen. Ja, davon gehe ich mal aus. Aber wer ist euer Meister genau? Er ist ein großer Mann, der nur selten Lob erhält. Er herrscht über zwei Reiche, die sich über die gesamte Länge und Breite unseres Verstandes erstrecken. Alle kennen ihn. Doch nur wenige können ihn beim Namen nennen. Aber er hat mir verboten, seinen Namen zu nennen. Er sagt, das lenkt ihn ab. Und wehe denen, die seinen Zorn auf sich ziehen. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Er hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ein Sklave? Okay, Devinin, alles klar. Ich versuche dir zu helfen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wer ist denn die Dame da oben? Ich habe viel über die Windmühle von Einsamkeit gelesen. Panthea. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ist. Die Windmühle von Einsamkeit, ja. Irgendwo steht die, mit Sicherheit. Panthea Atea, die guckt hier die ganze Zeit nach unten. Die hat uns mit Sicherheit gesehen. Good afternoon. I'm Panthea Atea, the master vocalist. Alles klar. Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Der verblichene Fürst war einer meiner größten Verehrer. So. Okay, die Frage ist, machen wir die Quest gleich oder machen wir sie später? The Mind of Madness. Wir können ja mal schauen, wo wir da hin müssen. So, haben wir auf die Karte. Natürlich nach Einsamkeit, das ist mir auch klar. So viel weiß ich schon. Und der blaue Palast, ihr seht es ja, das ist vorne auf diesem Turm quasi, dieses Gebäude, was wir da... Auf dem Turm, sage ich schon, auf dem Berg, auf diesem... ich komme jetzt nicht auf den Namen, auf den Ausdruck, wie das genau heißt. Jedenfalls ist das tatsächlich eher das, was wir gesehen haben. Dieser natürlichen, in Anführungsstrichen natürlichen Brücke. So, und das wäre dann in die Richtung. Oder? In die Richtung. Das ist der blaue Palast hier, ihr seht es ja schon. So, und dann gehen wir nämlich. Einmal, zack. Dann gehen wir doch erstmal da rein. So, einmal den. Ja. Ich meine, wenn wir einmal hier sind, eigentlich.
Nee, komm, wisst ihr was? Das machen wir ein anderes Mal. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt schon wieder eine andere Quest anfange. Wir begeben uns jetzt zurück. Weil wir schauen nochmal kurz zum Eingang. Denn tatsächlich würde ich mir doch gerne mal anschauen, wo es dann eigentlich regulär reingegangen wäre. Hey, wollt ihr Fang spielen? Nein, sorry. Keine Zeit dafür, ihr lieben Kitties. Ich mag Kinder. Also ich mag wirklich Kinder. Nicht auf eine böse Art und Weise, sondern tatsächlich, ja, ich freue mich immer, wenn die lachen. Ich meine, Kinder sind unsere Zukunft, ne? Vergesst das mal nicht, so sehe ich das. So. Hier offenbar irgendwo. Wird trainiert. Was ist hier? Wo geht's hier hin? Ins Schloss. Ah, das ist doch mal ein schönes Schwert. Wie ein Splitter der Mitternacht. Ja, natürlich, ist auch mein Schwert. Was gibt's denn? Gar nichts. Was gibt's denn? Wie unhöflich manche hier einfach nur sind. So, hier können wir klauen. Machen wir aber nicht. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie auf dir fragt. Das sollte neu in der Stadt, stimmt's? Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, geht zum Zwinkern ins Geber. Ja, alles klar. Wir betreiben eine gute Herberge. Nee, das machen wir wirklich später ein anderen Mal. Ich glaube tatsächlich, hier vorne ist der Ausgang. Könnte das sein? Einsamkeit entdeckt. Ja, natürlich. Jetzt haben wir Einsamkeit entdeckt, nachdem wir... Naja, egal. Und hier, das sieht man dann auch aus, als ob es hier eventuell noch Probleme geben könnte. So eine Schächte. Ich muss da immer dran denken, da könnte man eventuell durchkriechen. Eventuell werden wir das auch noch tun müssen. Vielleicht mit der Quest, mit dieser einen Quest, von wegen dem Meister da... Mal ein bisschen ins Gewissen reden. Naja. Ah, die Klärchen. Automatisches Speichern. Das ist also der Eingang. Ja gut, das ist jetzt noch nicht... Das ist schon wiederum eher beeindruckend. Ich wollte sagen, das ist gerade nicht so sehr beeindruckend. Eher so eine Vormauer. Kennt man ja. Sowas gibt es tatsächlich auch wirklich. Für die Leute, die es interessiert. Und dann sind wir nämlich auf diesem Stück Mauer. Das ist wie so eine kleine Verteidigungslinie. Finde ich schon gut sowas. Und hier... ja, natürlich. Und ich falle hier runter. Ist, ja. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt böse ist, wenn wir hier lang kommen. Ich hoffe mal nicht. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Er sagte, er sei ein Sijik-Mönch gewesen. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skoma getrunken. Ja, meinen Augen nicht. Lass ihr seid wie ich, nicht wahr? Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändlern anfangen. Ja, wie trete ich denn der kaiserlichen Armee bei? Es gibt keine größere Ehre, als in ihr zu dienen. Wenn ihr ernsthaft darüber nachdenkt, ihr beizutreten, dann sprecht mit Legat Ricke in Schloss Elend. Schloss Elend, okay, alles klar. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Nee, naja doch, eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal irgendwie. Gut, ich wollte aber mal hier reinschauen. Gab es denn... Nee, hier gab es gar nichts. Ihr braucht etwas? Nein. So, und das hier. Ich wollte gerade noch sagen, das hier. Das finde ich beeindruckend, wenn du dann näher rangehst. Wie dieses Grün sich dann einfach nur da so zeigt. Ja, hier alles so fröhlich. Friede, Freude, Eierkuchen. Und was ist letzten Endes, ne? Ich meine, ihr wisst ja selber, wie brutal die Welt hier im Himmelsrand ist. Ja, da möchte ich nicht runterfallen, liebe Freunde. Und die Windmühle. Könnte das die Windmühle sein? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil Serana sprach davon, dass diese Windmühle doch ach so gut und groß und riesig ist. Man hat ja so viel von ihr gehört. Und dann ist das so ein kleines Ding da. Weiß ich nicht, wir stehen ja gleich davor, beziehungsweise kommen ihr ja näher. Was ist mit dir, mein Freund? Wache von Einsamkeit. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Ja, offenbar nix. Hier können wir nochmal einen Blick hoch riskieren. Während es draußen dunkel wird. Okay. Das ist nur so ein Turm, wo wir rausgucken können. Da ist gar nichts. Und die Blümchen, die glauben... Ach Mensch, bin ich nicht fies. Ja, das ist gut, dass das Zeug hier nachwächst, ne? Alles andere wäre ein bisschen blöd. Zumindest mal für die Leute hier. Wir könnten mal aus das nächste Kutsche verwenden, oder? Fällt mir gerade mal so ein. Haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, glaube ich. So, aber erstmal hier vorne. Hier ist die Mühle. Katlershof. Als kleines der Katlershof.
Ein Drache hat Kühneshain angegriffen? Ja. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Nein.